demnächst leider nicht mehr im Standardsortiment. Der Talisker 57 North. Viel Spaß. Tachchen, Tachchen. Der David. Hi. Der Andi. Hallo. Und ja, heute mit einem Whisky, bei dem es heißt, dass er demnächst aus dem Programm genommen wird. Sehr, sehr schade. Ein Talisker mit so quasi Fassstärke, kann man ja sagen. Steht der Brennerei, finde ich, ganz gut zu Gesicht, sowas im Portfolio zu haben. Wäre traurig, wenn das nicht mehr der Fall sein sollte. Aber bevor wir viel jammern, gucken wir erstmal, was der so kann. Genau. Wie gesagt, Talisker den meisten ja ein Begriff. Gibt es den 10er, der übliche, dann haben sie irgendwann den Sky gemacht. Dann gibt es einen Storm, einen Darkstorm, den Portry mit einer schönen Portfasslagerung. Dann gibt es die Distillers Edition mit dem Sherryfass noch mit dabei. Und eben der Talisker 57 North, der einzige, der ja eher im hochprozentigen Bereich angesiedelt ist mit seinen 57%. Richtig. Wenn ihr jetzt denkt, 57%, das muss ja eine Fassstärke sein, könnte man denken, ist aber nicht so ganz der Fall. Wir haben hier erstens keine Altersangabe bei diesem Whisky, was erstmal schon mal ein Faktor ist, muss man gucken. Dann die 57 ist nicht, weil das jetzt unbedingt 57% Alkohol waren, die da aus dem Fass oder aus den vielen Fässern gekommen sind, sondern weil die Brennerei auf dem 57. Breitengrad liegt. Und ich gehe mal davon aus, dass sie halt ein bisschen runter verdünnt haben und dass das Gemisch da etwas mehr hatte vorher. Aber es ist quasi eine Quasi-Fassstärke mit bestimmt viel Kraft. Das ist halt ein hochprozentiger Whisky. Ja. Ansonsten, Talisker, typisch erwarten wir natürlich ein bisschen einen maritimen Touch, eine gewisse Schärfe, ein bisschen so eine Salzigkeit drin. Bestimmt einen leichten Rauch. Wir erwarten Farbstoff, natürlich. Na klar. Wie es mit draufsteht. Das heißt, über die Farbe brauchen wir uns gar nicht großartig unterhalten. Und ja, wie gesagt, wie schade es ist, dass er wohl vom Markt genommen wird, schauen wir uns jetzt mal genau an. Ja, gieß doch mal ein. Mach ich mal. Nee. Genau, falls ihr euch wundert, wo wir sind ja nämlich gar nicht da, wo wir sonst auch immer sind. Wir sind heute in Fargo. Und das Fargo ist eine schöne Kneipe in Berlin am Buxtehuder Platz. Und was machen wir hier heute, David? Wir machen hier heute ein Tasting, weil wir das hier nämlich tatsächlich öfter machen und uns hier sehr wohlfühlen, quasi unser Whisky-Wohnzimmer. Heute geht es zum Tasting bei uns nach Eila. Hier machen wir aber erstmal einen kleinen Ausflug nach Sky. Genau, wir waren relativ schnell mit dem Aufbau und haben uns gedacht, setzen wir uns mal hin und probieren mal noch einen Whisky. Ich zeige euch mal erstmal die Flasche. Ja, das ist er. So, was sagt das Näschen? Also eine salzige Frische hat das. Und der Rauch kommt auch gleich. Kommt ein bisschen Honigsüße rein. Ja, Fassinfos gab es nicht so richtig, außer halt Eiche. Eiche. Oh, Überraschung. Ja, also ich finde, er hat eine Honigsüße drin, er hat, wie gesagt, sowas frisch-maritimes hat er definitiv ein bisschen mineralisch, ein bisschen rauchig. Mhm. Was mir echt krass auffällt, für 57 Volumenprozent beißt er überhaupt nicht in der Nase, das ist ganz entspannt. Wird sich am Gaumen wahrscheinlich gleich ein bisschen anders anfühlen. Jetzt aber leichte Zitrusnoten bekommt da rein. Keine Altersangabe, hat es ja schon gesagt. Ja. Das heißt, wir gehen mal von ein kleines bisschen jünger aus. Ich denke mal, wenn das so im Großen und Ganzen irgendwie 10 Jahre plus sein würde, dann würde man das auch draufschreiben. Aber gut, es gibt auch so viele junge Whiskys, die lecker sind. Insofern egal. Ja, aber Nase auf jeden Fall Talisker, also das, was man so ein bisschen erwartet. Bisschen verkohltes Holz tatsächlich. Aber nicht so viel mehr, also nicht so viel mehr intensiver, wie man es jetzt halt auch vielleicht erwarten könnte, auch der Volumenprozent. Schauen wir mal, was er am Gaumen macht. Ich finde tatsächlich, er erinnert mich ein bisschen an den Zehner in der Nase. Ganz, wollen wir mal vergleichen. Vielleicht ist auch eine Fata Morgana. Aber cheers. Prost. Cheers.
Ja, da, da beißt er zu. Wow. Man, das ist auch einfach dumm, was wir machen. Ne? Also so der erste Schnaps vorm Tasting und dann gleich 57%. Das knallt halt auch ganz schön rein. Aber ist geil. Das ist ganz lecker. Also er kriegt jetzt diese ein bisschen Zeit, dann kriegt er, den, kriegt er diese, diese Schärfe so ein bisschen, die man auch so quasi kennt. Quasi Talisker typisch irgendwie. So eine, kriegt so eine Schokoladennote so ein bisschen rein. Und ja, er kommt mit ziemlich viel Wucht, definitiv. Ja. Aber auch nicht super. Gut, das ist halt auch ein Talisker, aber es ist natürlich keine Rauchbombe. Ja. Also. Ja, ja, das. Es hat auch so was leicht Bitteres, eher wie so eine Bitterschokolade, ja, oder sowas. Das dachte ich also. Eine ganz gerade, herbe. Ja. Der hat also, das kriegt er hinten, finde ich, am Gaumen, so Richtung, ja, Übergang zum Rachen und genau, so weiter. Kriegt ganz er sowas, genau, kriegt er ganz sowas genau Bitteres rein. Das stimmt. Schön intensiv. Dann wurde ich so einmal genippt und das erfüllt den ganzen jetzt Mund. Jetzt die Nase zu, jetzt kriegt die Nase auch nochmal so was Vanilliges rein, finde ich. Ja, ist schade, dass sie ihn aus dem Programm nehmen wollen. Das ist super wirklich ärgerlich, ihr lieben Menschen bei Diageo. Vielleicht, ja, haben sie ja schon gute neue Ideen. Der einzige Kompromiss wäre, den runternehmen und dafür den Talisker 8 in Fassstärke drin behalten. Ja. Oder beziehungsweise neu aufnehmen in Standardsortiment, aber komplett das über 50% rauszunehmen, ist echt schade. Ja. Ja, was sind eure Meinungen zu dem 57er? Habt ihr immer probiert? Dann lasst uns das gerne wissen. Lass mal drüber quatschen in den Kommentaren. Ich finde tatsächlich wirklich lecker. Und ja, ich werde mir auch, bevor es den nicht mehr gibt, dann noch eine Flasche zurückstellen. Du merkst es halt am Gaumen. Und gerade wenn du jetzt den zweiten, dritten Schluck nimmst, der ein bisschen Zeit hatte, sich auszubreiten, der hat einfach viel mehr Power, als es mit den ganzen Storm, Darkstorm-Geschichten kann ich sowieso nicht viel anfangen. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Und ich finde es bei Talisker eh schon immer ganz cool, dass die halt nicht irgendwie nur mit 40% abfüllen, sondern generell halt meist ein bisschen mehr Kraft haben. Aber auch hier ist wieder so ein paar Prozente mehr, tun dem Ganzen wirklich gut. Und tatsächlich, Wasser ist da auch nochmal eine Idee. Mal gucken, was der macht. Ich meine, 57 Dinger, da kann man schon mal ein bisschen runtergehen. Kriegt ja, finde ich, so was Aschiges so ein bisschen. Das löst irgendwie den Rauch ein bisschen raus, habe ich das Gefühl, ne? Der wird deutlicher. Ja. Das Vanillige verstärkt sich bei mir auch. Aber es verliert so ein bisschen diesen maritimen Touch. Boah, der kriegt schärfer. Der kriegt ein paar Tropfen Wasser, kriegt er auf jeden Fall mehr Kraft. Also der macht sich noch mehr Platz. Aber da ist der typische Talisker-Pfeffer, ne? Ja, also hier kriegt er diese Schärfe rein. Ja. Ist gut. Also, ausprobieren. Ja. Ausprobieren, solange es noch geht. Dringende Empfehlung. Absolut. Also als Talisker-Fan, wenn man ihn noch nicht kennt, muss man ihn probiert haben. Ja. Gerade solange es ihn halt leider Gottes noch gibt. Zum Glück gibt es ihn noch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, und wie David schon meinte, gerne eure Meinung dazu unten in unsere Kommentare rein. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen nach oben. Genau. Ansonsten blenden wir euch noch einen anderen schönen Whisky ein und ein bisschen Musik. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Genau. Bis bald. Macht's gut. Vielen Dank. Ahoi. Ciao. Ciao.